herzlich willkommen bei Jackknife auf dem Kanal. Die Dachse. Ja, Dachse haben wir eben angeschaut. Und 1500 Abonnenten. 1500 Abonnenten. Ein paar Wochen, zwei, drei Wochen noch, dann ist das Ding voll. 1500. Boah, was eine Zahl. Ganz schön heftig. Dankeschön. Danke, dass ihr guckt, zumal ich das letzte halbe Jahr echt faul war. Ich habe nicht viel gemacht. Und ja, freue ich mich drüber. Ist natürlich eine schöne Sache. Inzwischen, ja, für 1500 Abonnenten, finde ich, wollte ich noch was raushauen. Was heißt raushauen? Kleine Giveaways, kleine Geschenke. Ich habe aber eben eine Bedingung dafür. Mein Gedanke war, habt ihr schon mal eine Tour gemacht, irgendwas gemacht und da ist irgendwas Irres, Beklopptes, Bescheuertes passiert und was aus eurer Sicht das Bescheuertste war, das erzählt mal vor der Kamera. Sendet mir ein Video, zeigt, was bei euch passiert ist, wo ihr denkt, noch heute drüber nachdenkt und denkt, Macker, das war ja so scheiße oder Wahnsinn. Also einfach so skurrile Sachen. Ich kann euch so als Beispiel mal erzählen, was mir mal passiert ist. Das ist vor Jahren her, da hatte ich eine KTM 620 Super Competition. Und ich war damals sehr begeisterter Endurist und habe viel Gelände gefahren und hatte noch einen Crosser da nebenbei her und habe echt viel trainiert. Und das war dann immer so bei mir Outdoor mit Dings verknüpfen, mal mit einer Motorradwanderung, aber im Gelände. Und ich habe mir so gedacht, ja, da fährst du mal das Wiehengebirge ab, das hatte ich so vor. Und bin dann nach Ibbenbüren gefahren. Und von Ibbenbüren wollte ich dann so meandernd rüber bis nach Minden fahren. Das ganze Wiehengebirge abklappern. Ich habe versucht, auf dem Geländeweg in Wäldern zu fahren, was aber fast gar nicht möglich war. Da musste man doch etliche Stücke mit auf der Straße fahren. Und am ersten Tag habe ich das dann geschafft, bis Bad Essen zu fahren. Und ich bin dann in den Wald reingeknattert. Hab meinen Bock da an den Baum gelehnt, hinten meine Gepäckrolle runter, hab mir das Lager so eingerichtet, auch so mit einem Tarp was zurecht gemacht, war ganz spartanisch. Wollte gerade mein Feuer anreißen, da stelle ich fest, ich habe überhaupt gar kein Wasser mit. Stehe mitten im Wald und habe nicht einen Liter Wasser. Ja, Wasser sagt dabei, ja, aber trocken, wie Wüste. Ich dann erstmal hochgegangen, weil oben, wenn man irgendwo Wasser findet, mal gucken. Wo man so runter guckt, wo was, bin ich auf jeden Fall hochgelatscht, weil das da ziemlich bergig war. Und dann fand ich oben sowas wie so ein Kindergarten. Und da habe ich dann geguckt und da war auch so ein Wasserhahn und der war aber abgesperrt. Dann bin ich so rum und dann war aber dieser Kindergarten besetzt. Und dann habe nur gekloppt, so bock, bock. Ich sag mal, könnt ihr mir mal eben Wasser geben? Ja, klar. Und eng und ja, Wasser aufgefüllt, runter, ich in den Wald. Die hatten noch irgendwie kurz gefragt, wofür. Ich habe dann gesagt, ja, ich würde mir eben was kochen, ich bin mit dem Motorrad unterwegs. Ja, so saß ich da. Ich war da unterwegs, weil ich auch meine Ruhe haben wollte. Hatte echt viel Stress gehabt auf der Arbeit und wollte einfach meine Ruhe haben. Ich wollte allein sein, ich wollte ein bisschen Natur haben und wollte ein bisschen Moped fahren. Und dann saß ich da im Wald, habe mein Feuer angezündet und nun kam auf einmal ging das los. Dann kam der ganze Trupp runter, aufgebrachte Mütter mit Kindern, was ich hier wollte. Und dann habe ich das erst so richtig realisiert, weil in den Medien zu dieser Zeit gerade so, da war irgendwas mit Kinderschänder, Firlefanz und da war dann irgendeiner unterwegs und dann war ich das natürlich. Und dann waren diese aufgebrachten Mütter da und dann, ich sollte meinen Pass vorzeigen und sie wollten die Polizei holen und sonst was alles. Und dann saß ich da. Irgendwann konnte ich die beschwichtigen, die eine ist dann hoch, hat meinen Pass mitgenommen, den fotokopiert und Firlefanz. Nach irgendwie 2 Stunden, wo ich ja meine Ruhe haben wollte und mir was zu essen machen konnte, dann saßen da irgendwie 30 Kinder um mich herum. Und dann habe ich mit dem Topf gerührt und dann, jetzt rührt er um. Jetzt kratzt er sich, jetzt passiert das, kannst du auch das und willst du jenes? Und da waren 200.000 Fragen. Also ich hätte die Kinder echt ermorden können, da wäre ich dann fast zum Kinderschänder geworden, aber eben auch zum Mütterschänder. Es stellte sich eben heraus, dass das so Mutter- und Kind-Erholungsheim war. Und dann saßen da oben die Mütter. Ja, und dann waren sie dann endlich abgezwitschert. Ich hatte meine Ruhe. Das war ja schon nervig genug. Und dann kam auf einmal nach
ein, zwei Stunden ich saß da, habe mein Buch gelesen, kam auf einmal eine von diesen Trollers runter, hat ihr Kind da wohl irgendwie untergegeben. Ich saß dann da, es wurde schon dämmerig langsam, und dann saß sie da, kam sie angewackelt und setzte sich dann so ganz nah neben mich und so wollte ein bisschen Tuchfühlung haben. Und ich war sehr einsilbig. Ich hatte echt so eine Krawatte. Also wirklich, das ging gar nicht. Und die Alte war auch nicht wirklich, ich hatte eine Freundin, ich war frisch verliebt und ich wollte nicht die Trümmerlotte da. Ne? Also so ein, da kam auf jeden Fall der Knethase runter, setzte sich dahin und rückte immer rum. Und ich bin dann immer wieder weggerückt, immer weiter weg, immer weiter weg. Und sie dann wieder hinterher. Das war fast wie so, hier Reise nach Jerusalem ohne Stühle um Lagerfeuer. Wir haben fast einen Kreis gezogen dann. Und die gingen mir echt auf die Zwiebel. Und ich habe ihr das auch irgendwie durch sehr, ich war nicht sehr eloquent. Und ich habe ihr das versucht zu vermitteln, aber die Alte hat das nicht geschnallt. Also ich fand sie echt scheiße. Und dann saß die da und ich wollte meine Ruhe haben. Ne? Ja, auf jeden Fall war die sehr anzüglich und ich habe einfach nur irgendwann gesagt, dass sie sich jetzt verpissen soll. Und so, das war's dann. Irgendwie bin ich dann morgens früh ziemlich schnell, habe ich meine Sachen gepackt, bevor wieder die Kinder aus ihrem Hort kommen. Und jetzt Maria da um, jetzt trinkt er Tee, jetzt macht er dies. Und dann noch die Mütter wieder mit 800 Fragen. Da wollte ich, hatte ich echt keinen Bock drauf. In aller Herrgottsfrühe den Scheiß gepackt, die Rolle wieder auf der KTM geschnurrt, Bock angeschmissen und Abi. Weg. So was. Vielleicht habt ihr auch so eine Geschichte. Erzählt die mal. Ich nehme mir raus, in der Bewertung der Gewinner einfach selbst für mich zu entscheiden, vielleicht mit meiner Frau zusammen, mit meinem Sohn, gucken wir eure Videos und sagen, das hat uns sehr gefallen, das war lustig oder macht was. Irgendwas filmt was. Zu gewinnen gibt's 1500 Subscriber. Ich habe hier so einen Pendleton Hunter, zwei Stück. Cool Steel Pendleton Hunter. Die gibt's zu gewinnen. Und als dritter, ich weiß nicht, ob ich noch einen vierten oder einen fünften, von mir so eine Survival-Harpune wollte ich, da schmeiße ich vielleicht ein, zwei raus, vielleicht noch anderes, vielleicht auch Trostpreise, wenn da viele nette Einsendungen kommen, ich muss mir das überlegen, auf jeden Fall wird es sich lohnen, in jedem Fall wird es sich lohnen für die, die da was machen. So, das war's. Ja, 1500 Subscriber, das ist eine Menge, finde ich. Ich glaube, so manche Kreiszeitung hat nicht so viele Abonnenten. Und daher ist das echt toll von euch. Danke. Danke, dass ihr mir die Stange haltet. Super. Geil.